Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Sauerborn und in dem heutigen Video geht es um das Thema grifflose Küchen. Grifflose Küchen gibt es seit vielen Jahren eigentlich schon, hat sich aber in den letzten Jahren durchgesetzt und wird vermehrt in den Ausstellungen auch dargestellt. Ich skizziere das mal kurz an. Wir haben zum Beispiel hier einen Hochschrank, Unterschränke, Arbeitsplatte drauf und hier den Sockel drunter. Nur zum Verständnis, was ist eine grifflose Küche? Wir haben dann hier die Unterschränke, ja, und hier noch die Arbeitsplatte. So. Jetzt haben wir hier eine sogenannte Griffleiste, eine horizontale Griffleiste. Hier ist es halt möglich, in die Griffle oder hinter die Griffleiste hinterzugreifen, um die Schubkästen oder Türen zu öffnen. Das heißt, an der Küche ist generell kein Griff dran. Man kann zum Beispiel auch hier noch die Linie durchziehen. Ich mache das mal jetzt etwas vereinfacht, aber so ist das leichter nachzuvollziehen. Diese Griffleiste hier, dann kannst du diesen Auszug von oben öffnen, diesen Auszug von hier oben öffnen, den auch von, den von hier, den von da oben. Das Gleiche gilt natürlich auch, es gibt das Gleiche mit Schubkästen. Dann hast du hier zwei Schubkästen, dann öffnest du den Schubkasten von unten und den von oben. Mit grifflosen Küchen kannst du sehr puristische und schöne geradlinige Planungen machen. Man ist ein bisschen eingeschränkt, was das Planen angeht, aber das ist nicht weiter tragisch. Hier ist es möglich, die Griffleisten auch in den Farben der Front zu bekommen. Das heißt, als Beispiel, du hast eine schwarze Küche, kannst du auch eine schwarze Griffleiste bekommen. Das sieht natürlich sehr stylisch aus, kann man bekommen. Man kann auch zum Beispiel eine Messing- oder goldfarbige Griffleiste bekommen. Das ist allerdings dann wieder sehr modisch, aber es ist machbar. Hier ist man beim Geräteeinbau etwas eingeschränkt. Nur mal angenommen, hier hättest du jetzt den Kühlschrank. Der wäre natürlich relativ hoch. Dann hättest du meinetwegen, macht man vielleicht nicht so, aber nur mal zum Verständnis, hier den Backofen noch daneben. So. Backofen und hier eine Griffleiste, um die obere Tür zu öffnen, wobei man die auch ohne Griffleiste bekommen kann. Dann macht man die mit einem Tip-on-Beschlag. Dann tippt man auf die Front oder auf die Möbeltür und dann öffnet sich die Seite. Da ist man ein bisschen eingeschränkter natürlich. Eine andere Variante, ich male die mal einfach auf die andere Seite, ist, wenn du hier den Hochschrank hättest oder zwei Hochschränke. So. Dann machen wir eine Griffleiste senkrecht hierhin. Da bist du natürlich von den Elektrogeräten, Entschuldigung, nicht ganz so eingeschränkt, weil man durch diese Griffleiste, die hier senkrecht ist, die Türen und Schränke öffnen kann. Das heißt, wir hätten beispielsweise hier wieder den Backofen als Beispiel und hätten hier die Möglichkeit, eine Kühl-Gefrier-Kombination einzubauen. Das heißt, du hättest hier oben den Kühlschrank und hier unten einen kleineren Gefrierschrank mit, sagen wir mal, drei Schubläden, wo du Dinge einfrieren kannst. Das ist so, das sind die beiden Möglichkeiten, wie man Hochschränke entsprechend planen kann. Wichtig ist halt, dass man diese horizontale Linie hinbekommt und im Hochschrankbereich halt das, was man mag, beziehungsweise welche Geräte möchte ich gerne haben. Hier ist es dann halt bei diesem Kühlschrank notwendig, die Griffleiste senkrecht zu machen. Beide Varianten sind halt möglich, diese auch wie auch diese. Ja, grifflose Küchen sind eine tolle Sache. Man muss sich halt nur genau überlegen, wer kauft das oder warum sollte ich das kaufen? Wenn du zum Beispiel schon etwas älter bist, dann hat man vielleicht ab und zu schon mal Probleme mit den Fingern, dass man vielleicht keine Kraft mehr in den Fingern hat, Schubkästen und Auszüge zu öffnen. Wenn das der Fall ist, würde ich vorschlagen, verzichte lieber auf grifflose Küchen und nimm eine Küche mit einem Griff. Wenn du aber keine Probleme hast, kann man das natürlich weitermachen. Nur oftmals denkt man da nicht dran. Auch wenn der Auszug dann beladen ist oder der Schubkasten mit etwas mehr Gewicht, dann ist es schon schwierig, mit den Fingern das zu öffnen. Deswegen überlege dir gut, ob du noch mit den Fingern genug Kraft hast, deine Küche, deine Auszüge vernünftig öffnen zu können. Ja, ich denke, das war ein Hinweis, den man verwerten kann. Wenn du noch mehr brauchst, melde dich oder guck einfach auf meiner Homepage www.richtig-küchen-kaufen.de. Wir sehen uns.
Bis bald, dein Thomas Sauerborn. Tschüss.